Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über Schätze reden, weil Jesus über Schätze gesprochen hat. Und er sagt in Matthäus 6, sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ja, das ist so ein wunderbares Wort, dass Jesus es sagt. Wo ist unser Herz? Wo ist unser Schatz? Wir haben immer zu unseren Kindern gesagt, Schatz oder Schatzele. Ein Kind ist ein Schatz. Manche Leute, die sich lieben, nennen sich auch Schatz. Das ist was Besonderes. Aber es gibt auch Leute, die suchen nur Schätze oder viel Geld zu haben, viel Besitz zu haben. Ihr ganzes Herz liegt darin. Wenn ich sehe, wie die Leute wegen Aktien auch streiten oder suchen und sind begierig, man sieht sie gerade, sie sehen gar nichts außer diesen Aktien. Wenn man die gar nicht kennt, dann braucht man es auch gar nicht wissen. Wo ist unser Schatz? Unser Schatz müsste in Jesus sein, weil Jesus kann einem Menschen alle Sünden vergeben. Wenn du zu Jesus kommst und bittest ihn, vergib mir meine Sünden. Er ist von Gott auf diese Erde gekommen. Er hat nur alleine, der reine Gottes Sohn, ist gestorben für alle Menschen. Und durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Er vergibt uns die Sünden. Wenn wir kommen zu ihm, ich weiß nicht, wo ich mich bekehrt habe, habe ich so einen Sünder gesehen. Und dann bittest du und er vergibt dir die Sünden. Dann wird dieser Jesus für dich so ein großer, großer Schatz. Und ich möchte auch so wirklich betonen, so ein Unterschied zwischen Geld. Geld kann man haben und auch verlieren. Wo wir nach Deutschland kamen, wir haben unsere Koffer genommen, unsere vier Kinder und jeder und diese 90 Mark, was man da bekommen hat. Mit der Zeit haben wir wieder alles hier bekommen in Deutschland. Unsere Vorfahren, die von Kaukasus weg sind, die mussten wegen diesem Krieg wegziehen. Also im Herbst, wo alles gesammelt war, auch noch etwas mitnehmen, was sie konnten. Nach Sibirien, nach Kasachstan, in Kälte. Haben alles, alles verloren, was sie gesammelt haben. Manche haben so gearbeitet, so viel erworben. Und da war alles also auch nicht mehr notwendig. Sie sind von Hunger gestorben. Und manche Leute, die waren reich dort in Kaukasus und dann sind sie irgendwo in Sibirien gewesen und dort haben sie zu Gott gebetet. Die haben Gott gefunden, Jesus. Jesus hat ihre Sünden vergeben. Ich habe diese Leute gehört, sie haben gesagt, das ist mein Schatz. Jesus ist jetzt mein Schatz und das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben mit Sinn erfüllt, mit Frieden, mit einer Hoffnung in einer Ewigkeit zu leben. Ja, wo ist unser Schatz? Wohin streben wir? Was füllt unsere ganze Zeit? Sogar wenn wir schauen, also zum Beispiel, freue mich, wenn jemand gut ausgebildet ist. Aber wenn der Mensch sein ganzes Leben nur für die Bildung gegeben hat, so weit, dass er nicht mehr einfachen Dingen glauben kann, kann nämlich glauben, dass Jesus ist in diese Erde, auf diese Erde gekommen, kann dich glücklich machen, er kann es nicht glauben. Und dann ist doch diese Ausbildung weniger wert als Jesus. Und es gibt so vieles, was wir auch lesen. Meine Mama hat viel gelesen zu seiner Zeit. Und dann ist Großmama reingegangen und gesagt, Lili, lies bitte in der Bibel. Das alles, was du jetzt lässt, es vergeht. Aber die Bibel wird dir den Weg zeigen. Die liegt dort in deiner Schatulle. Und ich denke, es ist so wichtig, die Mutter hat es immer wieder gesagt. Später hat sie es nachgeholt, hat viel gelesen. Ja, unser Schatz ist das Wort Gottes. Ja, in Jesu können wir unsere Schätze sammeln. Aber wo ist noch unser Schatz, wenn jemand also wirklich rennt nach dem mehr und mehr hier haben und letztendlich hat er nichts. Man erzählt es von dieser Frau, von diesem Banker von morgen, die war schon vor dem Tod und dann hat sie auf einmal gesagt, geben Sie mir dieses teure, teure Kleid, das ich da habe. Man hat sie gebracht, dann hat sie es noch festgepackt und ist so dann auch gestorben. Man hat extra dann dieses Kleid um ihre Hand so abgeschnitten und so war sie dann im Sarg gelegen und so war sie auch begraben. Nichts mehr konnte sie nehmen als dieses Stück von diesem Kleid, das mal also sehr teuer war. Aber wir sehen auch, Jesus sagt im gleichen Kapitel, schaut mal die Lilien auf dem Felde, wie schön sie gekleidet sind. Das ist das, was Gott gegeben hat. Ich meine mal viel mehr, was die Leute sich haben wollen oder suchen oder mehr und mehr. Und deswegen der Schatz, unser Schatz ist Jesus. Und Jesus ist nicht nur der, der uns einmal vergeben hat. Da ist ja der zweite Schritt sehr wichtig, dass man zu ihm kommt und sagt, Jesus, sei mein Herr. Führe mich im Leben so, leite mich in diesem Leben so, dass ich wirklich deinen Willen erfülle, dass ich mal in der Ewigkeit bin. Wie schön, wenn wir jemand helfen können, zu Jesu kommen. Jemand lebt in dieser Welt und hat keinen Frieden. Und vielleicht hast du die Möglichkeit oder ich mit ihm mal sprechen und sagen, der Friede Gottes ist höher denn alle Vernunft.
Und Jesus sagt uns in seinem Wort, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt euch gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und wenn jemand es dann fasst, weil manche erschrecken und wollen nicht diesen Frieden haben, und wenn einer sagt, Jesus, ich brauche diesen Frieden, ich gebe dir alles, gehe, zieh in mein Herz, ich will mit dir leben. Und auf einmal wird das Leben voll mit Sinn und mit auch Leben, weil wir haben den Schatz bekommen. Jemand hat den Schatz und dieser Schatz ist Jesus. Denn wird unser Leben hier verändern und wird auch eine Möglichkeit uns geben, in der Ewigkeit mit Jesus zu leben und dort auch glücklich sein. Dem Herrn sei Ehre, dass er unser Schatz ist. Amen.